Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir erneut... Ja, du... Ich habe ihn immer noch ein bisschen vom Englischen. haben wir wieder einen Lafroy Careless hier auf dem Fass, und zwar jetzt den von 2018, den Sie bei uns im Shopsystem finden, preislich noch unter 90 Euro. Was für diese stark limitierte Careless-Abfüllung ja kein schlechter Preis ist. Und besonders, wir haben es mit einem nachgereiften Lafroy zu tun. Und sei es die, die aus dem Sherry-Fass stammen oder jetzt hier aus einem Oloroso-Sherry-Fass stammen oder PX-Sherry-Fass stammen oder hier von einem Fino-Sherry-Fass, die sind immer was Besonderes. Und normalerweise ist der Preis dann an dieser Stelle auch angemessen. Wir werden es gleich sehen, also wir wissen es schon, Sie noch nicht. Der Fino Sherry ist nun ein voll vergorener Wein, aber nicht oxidiert, sodass wir es hier mit einem nicht oxidierten und voll durchvergorenen, das heißt kein Restzucker, Sherry haben. Und wenn man so einen Fino Sherry mal so richtig im Glas pur probiert, Der ist so, ich hab Fino, ich habe mir die ganzen Sherrys mal geholt, sind jetzt meist im Kocheinsatz. Und du hast auf der einen Seite hast du so den extrem süßen Pedro Ximénez, dann hast du so den Oloroso, der erinnert an Süße, eigentlich hat er keine Süße drin oder ganz wenig. Durchvergoren ist. Durchvergoren, aber halt sehr fruchtig. Und deswegen erinnert es so an Süße. Dann hat man den Amontillado, das ist so einer dazwischen. Und dann hat man den Fino, der ist so trocken, extrem dry. Trocken. Und ich finde ihn sogar ein bisschen cremig und seifig manchmal und so leicht nussig. Also seifig habe ich ihn nicht, cremig, ja, ölig. Ja, kommt davon, was für ein, weiß nicht, was Marken gibt es ja auch noch Unterschiede. An der Stelle gibt es sicher ein paar seifige. Ich habe mal so ein Event, so ein Bodega-Event. Und da hatten sie dann auch ganz viele Sherrys da und auch richtig schöne alte und richtig gute Sherrys. Und wenn man den Fino richtig alt werden lässt, dann ist er akzeptabel, aber er kommt noch nicht an einen alten Whisky ran. Also. Und der Amontillado war dann aber älter schon relativ nett. Aber die Sherrys haben alle immer so einen seltsamen Nachgeschmack. Ja, kommt drauf an, auf diese Eichenfässer, die da drin sind. Ne? Du hast so dieses Nussige und ja, dann passt das schon. Und dann kommt so ein bisschen dieses... was ich als seifige bezeichnen würde, und das hält sich dann. Und, ja, also wir haben es hier, gib mir lieber einen Whisky, mit einem 2018 abgefüllten, und die Careless haben also einen tollen Slogan: Friendship Distilled. Careless ist gälisch, bedeutet Freundschaft, und anlässlich des jährlichen Fife Isle Festivals kommt diese Flasche auch raus. Ja, werden nicht alle verkauft und gibt es die bei uns im Shop. Und hier schreiben sie noch ein bisschen, was dabei passiert ist. Sie haben also in den Warehouses 8 und 10 gereift. Und im Geschmack hat man geröstete Mandeln, trockene Früchte, etwas Salz von der See und hervorragend verbunden mit der Rauchigkeit von Lafroy. Es ist nur barrier-filtered, das heißt, man hat einfach ein feines Sieb davor, dass die Reststücke aus dem Fass zurückgehalten werden, nicht kühl gefiltert. Wer mal bei so einer Fassleerung dabei war und mal sein Glas unter das Fass gehalten hat, da ist was drin, rausgekommen hat, da sind so viele Stückchen drin. Also, ihr wollt ein Whisky nicht mit Stückchen haben. Nein. Und was sind es für Stückchen? Es sind Kohlestückchen. Also die, und hin und wieder hat man auch ein paar letzte Späne vom Holz, wenn man im Bang bohrt. Ne, ja, das, so. Also Holz ist auch noch ein bisschen, aber selten. Aber also ja. 90% da unten kommt schwarz raus. Und ja, das ist, da hängt das im Glas so. Ach, ich weiß, dass es nicht schlecht für mich ist, aber ich werde es jetzt nicht trinken. So, also Rauch hängt in der Luft. Krass. Also es ist ein typischer Lafroy. Er ist zwar 2018 nun in die Flasche gefüllt worden, zeigt aber keine Altersangabe. Anders als den Careless, den wir vorher probiert haben. Ist echt keine 15 draufgeschrieben. Nee, der war nämlich 15 Jahre alt und hier schreiben sie es nicht. Spricht jetzt die Fassauswahl, sind First Fill Ex-Bourbon Fässer plus das Finishing in Fino Sherry Fässern. Das heißt, wir haben also First Fill, was sehr ordentlich dazulegt, allerdings nicht über 15 Jahre. Und dann das Finishing in Fino Sherry. Da schauen wir jetzt mal, was dabei rauskommt. Also der Rauch ist für mich
sehr angenehm. Ich mag ja diese extrem stinkigen nicht. Der fällt sehr schön für mich heimelig aus. Er hat nicht diese extreme Krankenhausnote, die man bei Lafroig hin und wieder mal findet. Also das hat er nicht. Und ja, erstmal hat man nur Rauch. Da kommt man nicht irgendwie an andere Aromen drunter. Man hat eine leicht kühlende Wirkung. Dürfte dem Alkohol geschuldet sein. 51,8 Volumenprozente hat die Flasche. Das kühlt dann schon ein Stückchen in der Nase, wird aber vom Rauch dann deutlich überragt. Und der Rauch ist, ja, er wird jetzt immer komplexer. Man riecht im Rauch viel, viel mehr. Ich rieche jetzt auch so ein frisch verlöschtes Freudenfeuer, vielleicht am Strand. Ja, diese leichte Erinnerung an Salz habe ich auch. Ja. Mhm. Also es ist, ich finde, es ist ein starker Rauch. Ja. Also ein richtig, richtig starker Rauch. Mit, ja, wenn man den Rauch beschreibt, ist es nicht dieser typische Hospitalrauch, also nicht dieser typische Krankenhaus, phenolisch, sondern es ist ein frisches Feuer. Also als würde es vielleicht noch, ja gut, brennen, teilweise ja, brennt Asche vielleicht auch, noch, brennt ja. Vielleicht noch, teilweise ist aber auch ein bisschen Asche drin, aber es hat nicht diesen phenolischen Touch. Mhm. Was aber schön ist, ist, es hat aber schon noch leicht mehr Noten. Also dieses Anklang von Seesalz oder ja, ich hätte es jetzt eher als Seetang bezeichnet, aber nicht, auch wieder nicht dieses Phenolische, sondern nicht das Jod davon, sondern eher das Grüne davon. Ich weiß es nicht, also eher so der frische Seetang, würde ich mal sagen. Du meinst den Stinkerten, der am Strand liegt, von der Sonne vor sich hingärt. Ja, nö, der im Wasser, der noch lebt, der Kelp, den man essen kann. Den man essen kann, okay. Ich glaube, die können wir alle essen, aber... Ja, ich denke es auch, ja. So, dann probieren wir, oder? Tschüss. Hengstenberg Nordseite. Oh, der ist trocken. Mein lieber Mann, ist der trocken. Er zieht einem den Mund zusammen, als BH4 oder 4,5. Also stark, krass. Breitet sich im Mund auf der Zunge aus. Leichte Anklänge vom Fass. Und vielleicht so hingehend tatsächlich zu dieser leichten Nüssigkeit oder diesen gerösteten Mandeln, was den Sherryfässern eigentlich sehr zu eigen ist. Aber nicht so auf die Art und Weise, wie man es bei diesen Oloroso oder Pedro Jiménez Sherryfässern findet, sondern hier schon vom Fino Sherry ein bisschen zartere Nüssigkeit oder sagen wir diese Mandelnote mit dabei. Die Trockenheit, die Säuerlichkeit verschwindet relativ zügig und es bleibt der ausgefüllte, ja, rauchige Geschmack im Mund zurück. Eigentlich eine sehr schöne Harmonie zwischen Aroma, Geschmack und Abgang, wobei so ein gewisser Kick auf den Säuerlichen des Geschmacks liegt. Also ich finde es komisch, dass man den als 50-prozentigen oder 51,8-prozentigen so lange im Mund behalten kann, ohne dass man irgendwo Feierschreit taub wird oder so. Der Rauch ist wieder auch sehr schön. Es ist komisch zu beschreiben. Geschmäcker sind eh schwer zu beschreiben. Intensiv, aber dennoch ein Stückchen wenig aggressiv. Also er ist viel da, aber er ist nicht so angreifend und überdeckend. Wobei die anderen Geschmäcker doch auch sehr zart sind. Also zarte Nussigkeit, ein Stückchen Eiche mit dabei. Aber er hält ganz schön. Also er hält. Er hat einen langen Nachgeschmack. Den habe ich auch gleich am Anfang gehabt. Ne? Der hält jetzt auch noch bis zum nächsten. Ne? So, wenn man jetzt dran riecht, dann hat man so ein verlöschendes Feuer. Mhm. Das Raucharoma des verlöschenden Feuers. Mhm. Ja. Mhm. Also... Was ich auch interessant finde, das hatte ich jetzt in dem Take, im zweiten ist auch nicht so stark, ist diese Trockenheit. Wenn du das erste Gläschen bei dem probierst, hast du eine extreme Trockenheit, ne, was du auch schon beschwert hattest. Und jetzt hast du auch so ein leichtes Belegen im Mund. Ne? Ja, nach dem vierten Sipping ist jetzt diese extreme Trockenheit dann doch so am Speichelfluss gewichen. Also
Sie sollten hier von, also sich mal, ich sag mal, 3 bis 4 cl einschenken. Das, dann hast du richtig trocken. Ja, aber nicht jetzt weg, cheers, Skoll, sondern in kleinen Sipping nacheinander. Dann baut sich der Geschmack im Mund so richtig schön auf. Und man hat dann allerdings keine Chance, einen anderen Whisky hinterher zu probieren. Das wollte ich auch gerade sagen, ne? Was du danach probierst, hast du immer so, heute ist aber ein bisschen trocken. Ja. Jo, gut. Wir sollten eigentlich noch einen Faktor, einen Fruchtfliegenfaktor ergeben, welche am meisten angezogen werden. Gerade war wieder eine da. Ja, also der hängt aber auch davon, ne? wie oft ich mein Biermüll rausbringe. Ja. Gut. Okay, gut, dann haben wir es. Es gibt für 90 Euro ungefähr bei whisky.de zu kaufen. Schaut einfach mal im Shop vorbei. Dort findet ihr noch genaue Geschmacksbeschreibungen, ein sehr detailliertes Foto und auch noch vielleicht dann schon ein paar andere User-Bewertungen. Falls nicht und ihr habt es schon probiert, gebt auch mal eine User-Bewertung ab. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.